Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild und wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben die Arena-Challenge bestanden. Wir haben uns jetzt einen Orden geholt und wir heilen uns jetzt erstmal unser Team. Weil wir brauchen frische Pokémon. So. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen was kriegen. Top Genesung, na also. Brauchen wir. Kaufen wir mal ein. So. Oh, sie haben Eis. Also brauchen wir nicht. Topschutz 40 Stück reichen. Auf jeden Fall das. Leber haben wir 16 noch. Hyperheiler könnten wir noch ein paar holen. Vor allem die Bälle mal, dass wir ein bisschen fangen können. Ich baller die jetzt raus. Wir hatten eben 355.000 und jetzt haben wir nur noch 600 oder irgendwas. Das reicht aber auch. Wir haben jetzt alle Items geholt. Und wir sollen jetzt zum Bahnhof in Moscow City. Jetzt muss ich gerade gucken, wo der Bahnhof war. Ah, ne, die sind wir hier vorbei. Genau, hier geht's weiter. Hier geht's weiter und dahin ist der Bahnhof. Wir machen uns jetzt auf in Richtung Champ-Turnier. Das geht jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag. Hey, stopp! Warte! Ich habe Räume besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Potenzial. Und zack, geschafft. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselschuppe, Kleine. Aber du hast ja von mir den Drachenohren erkennt. Daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfsinn hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört kurz zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr mit dem Schirmkampf alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dini liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Mir fehlt der Kommentar, weil der Rivale. Ich muss jetzt auch nicht krachen. Und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe. Oh, unser Zug ist da. So, und über 2 Wochen wird der Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild erscheinen am 17.06. Ja, und da geht's dann auf die Rüstungsinsel, die wir ja schon ein bisschen angeschnitten haben. Ob ich mir den Pass hole, mal gucken, muss ich schauen. Versuche es natürlich. Und dann geht's dann auch mit neuen Inhalten weiter. So. Ganz klar, nein, die Welt, wir werden uns hier sehen und staunen. Okay, dann scheinbar angekommen zu sein. Hier schneit es. Begibt sich noch so. Score City. Ja, wir machen jetzt weiter. Wir fahren schon an mit heute mit dem ersten Teil des Champ-Turniers. Obwohl, wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen. Ne, Route 10. Route 10 ist tatsächlich die erste. Nicht so gut. Da wären wir. Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus. Steht Eis an. Hier wimmelt es sich ja nur von Eis-Pokémon. Das ist um alles. Oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ-Kampf sein wollen, müssen wir auch nicht, wenn kurz uns richtig ins Training gehen. Ich komme fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, stürzt mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City. Ja. Okay, dann machen wir heute tatsächlich die Route 10. Hier haben wir ein paar Team aus. Gut, okay, hier sind wahrscheinlich meistens Eis-Pokémon. Das heißt, wir werden uns tatsächlich auf Libalo konzentrieren. Und wir haben den ersten Trainer. Gibt es irgendwo auf jetzt Pokémon? Ich bin ein Arzt, ich kann helfen. So, du fängst mit einem Guardewar an. Also nichts als Pokémon, das ist ein Fee-Pokémon. Das ist hier. Dann drauf. Ja, wenn wir heute tatsächlich die gute 10 angehen. Und dann in der nächsten Folge mit den Links weitermachen. Mit dem Champ-Turnier, zumindest den Anfang, ich weiß nicht, wie schnell wir sind. Libalo Level 50.
Warte mal, wir haben schon einige Level 50er im Team. Zwar Libalo, Galoppa, Belektro 52, Stapfel, Skandek. Ja, wo wir rübergehen. Wir haben Skandek, Tektas ist das alte Pokémon, das Level 50 hat. So, die ist auch ein Trainer. Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Die besonders für Zweckstein. Dieses Risiko ist ein Risiko zu viel. So, Stalos hast du. Nein, ich meine ein Pokémon, das uns gewachsen ist. Stahl, Stahl, Boden. Stahlstein, glaube ich, ist es. Also sollte das mit dem Doppelkick relativ easy erledigt sein. Ja, so zum Thema dazu. Scheiße, so muss ich meinen Wickel zu Form von Onix. So. Und dann gehen wir da. Oh, ja, ich wollte auf Nidorino gehen tatsächlich. Da wollte ich tatsächlich auf Nidorino gehen. So, Schaufler. Scheiße. Mann. So. Gut, dann hüpfe ich mal hoch, damit er nicht mit seinem Schaufler hochkommt. Ja, schade, blöd, ne? Und dieses Paralysiert, das ist gut. Und die greift auch direkt. Und dann mit die Drillladung. Finale. So. Gut. War das oder hast du noch irgendwas? Pampros. Gut, dann gehen wir mal auf einen Pflanzen-Pokémon. Wir gehen auf Energieball. So, das war's für dich schon. Unser letztes Pokémon geht auf Level 50. So, mal gucken. Hier befindet sich noch ein Trainer. Hier befindet sich auch noch ein Trainer, das ist gut. Das ist ein Angestellter. Mit einem Fibona. Das ist egal, jetzt kann es drauf gehen. Sollte kein Problem sein. Überhaupt kein Problem. Dieses Unlicht-Eis-Pokémon mit einer Kampfattacke. Das hat also noch, noch eins. Moment, das. Das müsste sicher Boden sein. Ich probier's mal tatsächlich mit einem Pflanzen-Pokémon. So, ich fange mit mal so ein Pantimos. Das ist also ein Item. Brauche ich auch noch. Weil mit Pantimos habe ich noch in der Pokédex fehlt.
Okay, das war's schon. Glück. Warte mal, hab ich irgendwie Football oder so? Ich zwei Trainer. Ball. Bei Team ist es ja weiblich. Die haben ja männlich. Oh, guck mal, okay, das war nicht. Sie ganz so ein Spiel gefällt. Ja, haben's. Bei dem was ist im Sack. Oder am Ball. Sagen wir mal so. Bei dem was geht auf jeden Fall in eine PC-Box. Und hier ist noch ein Trainer. Und zwar ein Postbote. Und der hat wahrscheinlich. Ja, Philippa, okay. Ich hätte gesagt, dass er hier mit Butterbell kommt. Wäre mir tatsächlich lieber gewesen. Wie sieht diese Frage mal auf? Das ist klar. Und wie wird das Elektro? Gegen Elektro-Attacke. Kaum was dagegen zu setzen. So. Und noch tue ich wahrscheinlich genau so wenig. Ja. Nicht wirklich. Trainer. Ja, der hier, genau. Hey, Taxipilot. Und zwar mit einem Kramer. Genau, Kramer. Kramer besitzt ja dann den Typ Flug und Stahl. Stahl. Er kann noch viel Feuer. Ich krieg 51. Ah, jetzt noch eins, okay. Die Beldra. Okay, dann haben wir ja eine Möglichkeit. Ah. Oh. Er hat es jetzt nicht genommen, also ich den Wechsel jetzt nicht genommen. Ja, okay. Mein. Ah, ich hätte Wechsel gemacht. Gut, okay. Was anders? Dann gehen wir jetzt auf. Gut.
Und tschüss, liebes Jibeldra. Gut, der Taxi-Pilot ist besiegt. So, gucken wir mal. Ich kann jetzt schon die ganzen Supertränke rausknallen. Ich habe ja jetzt mehr genug Tränke. Und jetzt müssten wir eigentlich sogar fast schon durch sein. Da kommt er noch raus. Da kommt er noch raus. Oh, ein Siberio und ein Siebel, das man verfolgt. Und wir haben dann wahrscheinlich noch so einen Trainer. Das ist ein paar Kolossen. Dann gehe ich jetzt mal auf Schnapfel. Mit dem Feuer-Pokémon kann ich nicht wirklich viel ausmachen. Dann geht's voll drauf mit den Samenbomben. Mit der Steinhagel. Gut. Ich habe jetzt 52. Frage, hast du noch irgendwas? Rizeros, okay, du hast noch was. Dann gehe ich jetzt mal auf Energieball. Und dieses Rizeros hat nichts. Kann ich ihn besitzen. Gut, dann haben wir das auch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch sind mit Route 10. Ah, natürlich nicht, weil da noch ein Trainer ist. Was für ein Gentleman. Oh, deswegen nehme ich davon. Da ist noch ein Trainer. Warum sind noch ein paar Trainer dabei jetzt, ja? Okay, aber gutes Training auf jeden Fall. Gutes Level-Training, muss ich sagen. Lampi, ja. Was kann ich jetzt mit gegen das Pokémon antreten? Ausrichten. Schmalhorn, ja gut, also gehen wir mit einer Stahlattacke halt drauf auf dem Eis-Pokémon. Jetzt auf der Höhle. Und dann nochmal drauf mit Schmalhorn. Degios ist Kampf. Wir haben ja eins im Team. Also nicht im Team, wir haben eins gefangen. Jetzt geht's auf Psycho-Klinge. Ich weiß voll kaputt. So, Zauberschein. Und tschüss, Legios. Ja, sehr lange Folgen auf jeden Fall, muss ich sagen. Es ist sehr viel passiert. Nochmal auf Zauberschein. Das Pokémon ist ein Typ vom Typ Kampf. Ah, nicht ganz. Na gut, trotzdem, das tut sich. Gleich in unseren Angriff. Unsere Verteidigung.
Und seine Genauigkeit, also. Ah, schade, ich hätte gedacht, es ist vielleicht ein bisschen Glück. So, da ist es dann. Drei Level-Ups und jetzt ist der Gentleman auch endlich besiegt. Puh, du warst nicht ohne, mein Freund. Und da oben ist nochmal ein Trainer-Pärchen, glaube ich. Also ein Interview-Pärchen, okay. Also ein Doppelkampf. Frage sind wir danach durch. Wie gesagt, wir sind sehr lange schon mittlerweile in der Folge drin. Ach, das ist das Pärchen damals vom Route 5 oder so. Jetzt noch ein Tick-Tack und Ilzart. So, Tick-Tack, der euch mit Dings raus. Kriegt die Klacke nicht aus dem Tank raus. Wobei das noch überlebt. Das verfehlt. Gangwechsel. Wo landen wir dazu? Hier. Gut, das gefährlichste Pokémon ist mal raus. Das Elevar hat durch den Dieb. Gut, dass er dann noch daneben war, ging. Mit Uhafen, ja. Eines meiner liebsten Pokémon, Drachen-Pokémon tatsächlich. Ich gehe auf Zauberschein und auf Eissturm. Sollte reichen, um sie beide rauszunehmen. Aber hör auf mit der Scheiße. Ja, das ist viel Scheiße, Mann. Aua, das ist aber mal gut da hinten gesehen. Scheiße. Gut, ist. Oder bist du jetzt schon mal. Vergiss nicht, was Galoppa noch für Fee dabei hat. Ich nehme einen. Ja, die freut mich schon zu. Die sind jetzt alle drei fast eine halbe Stunde. Aber okay. Jawohl, wir werfen hier auch weg. Haben wir es jetzt oder bist du da? Hast du noch irgendwas? Dann hast du noch irgendwas dagegen zu sitzen. Togedemaru. So, Nitroladung. Ich muss es einfach so. Wenn ich andere sonst. So, tschüss. So, die zwei sind besiegt, Gott sei Dank. Endlich sind wir da. Hoffentlich mit dieser Route jetzt durch auch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir die Gegner drin haben. Haben wir noch einen Trainer oder. Nein, wir erreichen tatsächlich jetzt mit Score City die Stadt, wo das ganze Ding, das Turnier stattfinden soll, das Champion-Turnier stattfinden soll. Und wo wir dann hoffentlich am Ende auf die treffen.
Oder wir verkacken zack und klanglos und schalten schon relativ früh aus. So, begibt sich das Core City. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Und damit würde ich sagen, machen wir auch gleich Feierabend. Es ist sehr viel passiert, auch jetzt in den letzten drei Folgen, wo ich jetzt aufgenommen habe. Ach ja, noch ein bisschen was. Habt mich uns natürlich jetzt auch noch gesehen. Beziehungsweise zu quatschen bestimmt. Das ist halt hier Score City. Das ist die letzte Stadt. So, Feierabend, komm. Boah, geil, wir sind in Score City. Was sieht es? Wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen? Ich weiß schon, weil ich der neue Chef der Galerie-Region werde. Ja, ich muss schon jetzt auf zum Stadion. Das wird richtig rangekürzt. Wir sehen uns dann. Bis gleich. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann könnte es tatsächlich passieren, dass wir schon ins Champ-Turnier geworfen werden. Naja, schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Wer weiß. Mal gucken. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bye, bye.